Hallo, meine lieben Freunde, ich bin der Sebi und heiße euch herzlich willkommen zurück bei Let's Play Banjo Tooie. Im letzten Part sind wir hier in die Klunkerkluftmine eingedrungen, haben uns schon ein bisschen umgeguckt, haben bei einem Puzzleteil auf jeden Fall mal gefailt. Von daher würde ich sagen, gehen wir hier den Weg wieder erstmal zurück und gehen wieder, mich juckt's am Ohr, Entschuldigung, gehen wieder Richtung Level Anfang und werden dort dann anfangen auf Puzzle-Jagd zu gehen und, Alter, gehen wir nicht auf die Eier! Los, renn. So. Lass mich hier raus, Mann. Ba. So, jetzt sind wir wieder im Hauptlevel so gesehen. So, ja, komm her. So. Falsche Taste, das war ja mal wieder klar. So, hier kann ich die Eier. Ja, ich muss gerade meinen neuen Controller ein bisschen einrichten, weil ich habe meinen Xbox 360 Controller für den PC geholt. Deswegen muss ich jetzt erstmal wieder ein bisschen einfinden, mich in die Steuerung, die ich hier festgelegt habe. Aber es läuft bis jetzt ganz gut. So, würde ich sagen, werden wir hier jetzt auch gleich anfangen, indem wir dann diesen Schalter betätigen. Da möchte ich erstmal die Schuhe haben. So, okay. Geht so. Ah, da kann ich die Sicht wechseln und da kann ich so. Jo, Entschuldigung. Ich muss gerade ein bisschen ausprobieren. So, zack, boom. Ja, das sind sie. Und, oder. Kamera, beweg dich doch mal hinter mich. Dankeschön. So. Hallo. Oh Gott. Sorry, ihr müsst euch verzeihen. So. Und drück den Schalter und drück den Schalter. So. Jetzt müssen wir mit dem schnellen Schuhen da durchlaufen. Bis da um die Ecke nochmal. Da nochmal eine Kurve. Bis dahin. Das wird witzig. Und wir haben nur knapp ein paar 30 Sekunden Zeit. Jetzt gib mal Gas, mein Freund. Jetzt gib mal Gas, mein Freund. Wir schaffen das doch wohl in der Zeit. Jetzt gib doch mal Gas, mein Freund. Jetzt gib doch mal schneller, Mann. Ich gebe Gas so schnell ich kann, Mann. Oje, jetzt darf's rüber. Ja. Komm schon. Kratz doch. Jawohl. Hat doch geklappt, ey. So, geht's da runter. So. Wunderbar. Jetzt erstmal da dranhangeln. Und dann holen wir uns hier drüben unser Puzzle. Yeah, Mann. So sind wir wieder hier. Da haben wir den Part angefangen. Ja. Liegt wahrscheinlich da dran. Komm ich bis darüber? Ja, geil. Habe ich das letzte Mal auch probiert? Ich glaube nicht. Geil, ich komme bis darüber. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Überflutete Höhlen. Warte. Was zum Geier war denn das? Das check ich doch mal schnell noch aus. Was war das hier denn? Ach, was für ein Schmaus. Überflutete Höhlen. Gibt's hier Luft? Na, hier gibt's nur. Oh, Scheiße. Ah, ist das so? Oh, Scheiße, wo hänge ich hier rum? Nein. Von da kam ich, oder? Oh Gott, von... Ah, heilige Scheiße. Okay, ich weiß gar nicht, von wo ich jetzt kam. Scheiße. Hehe. Okay, das könnte vielleicht doch etwas in die Hose gehen, wenn ich nicht unbedingt jetzt hier die Luft bekomme. Oh, geil, hat geklappt. Hat geklappt, aber wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich? Ich sehe nichts. Wo bin ich denn? What the? Wo zum Henker bin ich hier denn jetzt gelandet? Hä? Ich bin gerade etwas irritiert, wo ich gerade bin. Irgendwie hier eine verschlossene Tür. Okay, da war. Kann ich die aufmachen? Kann ich die aufmachen irgendwie? Schon mal nicht. Wechsel mal. Nein, damit geht's auch nicht. Wo bin ich denn jetzt gelandet, Mann? Ich hab mich verirrt, Leute. Irgendwie. Ja, toll, jetzt hab ich mich verirrt. Ernsthaft. Okay. Dann, gucken wir mal hier weiter.
Schwimmkasui, wir sind von links jetzt in dem Fall gekommen. Das heißt, wir gehen mal da geradeaus. Und wenn da nichts ist, dann keine Ahnung. Ja, okay, ein Mäppchen. Gibt's hier Luft? Kann man hier irgendwo Luft holen oder so? Das ist doch mal scheiße. Okay, jetzt gehen wir mal kurz nochmal darüber. Da hole ich nochmal ganz kurz ein bisschen Luft. Und dann gehen wir rechts lang in dem Fall. So, geh mal kurz hoch, hol mal ein bisschen Luft, mein Freund. Jo, 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 jo. Hä? Da gibt's zwei? Hä? Ist von da? Hä? Okay. Orientierung beibehalten bitte. Also von links sind wir jetzt gekommen. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal hier rechts lang noch. Ich hab keine Ahnung, was ich tue. Egal, egal. Oh, das sieht gut aus. Oh, da vorne ist ein Puzzle. Da vorne ist ein Puzzle. Da vorne ist ein Puzzle. Ja, 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 gib her. Geil, geil. Uah, jiha, jiha, wie viel von euch? Was haben wir hier noch auf, ey? So dunkel. Okay, jetzt wieder den Weg zurückfinden. Okay. So, also. Tauch mal unter, mein Freund. Was zum Geier machst du denn da? Heiliges Kanonenrohr. Ich glaube, das Puzzle habe ich damals gar nicht geholt gehabt, ey. Okay. Naja, das Spiel überrascht mich jedes Mal. Wir sind jetzt von da gekommen. Okay. Das heißt, wir müssen dann da jetzt geradeaus. Sofern das funktioniert. So, jetzt da. Da. Was ist jetzt? Von wo kamen wir jetzt hier? Von hier kamen wir? Kamen wir jetzt hier von. Ne, wir kamen jetzt von da. Hä? Scheiße! Von wo kam ich? Ich glaube. Ja. Ich glaube. Ja, das müsste doch. Ja. Ja, das war's. Gut. Schon gedacht, ich habe mich jetzt komplett verirrt. Zack, erstmal wieder heraus. Okay, haben wir schon mal zwei Puzzlos in dem Part gesammelt. Nicht schlecht, nicht schlecht. So. Wasserfallgrotte. Und wieder raus hier. So. Das war ja vielleicht ein Verwirrspiel gerade eben. Ja, missverstehen, so rein wegetechnisch merken, bin ich nicht gerade der Beste in Spielen. Irgendwie verlaufe ich mich in den meisten Spielen irgendwie, irgendwo, irgendwann. Deswegen bin ich doch ganz froh, dass ich jetzt zu Hause bin und dass das geklappt hat. Und du TNT-Box, jetzt lass mich doch mal ein bisschen in Ruhe, du Scheißteil. So. So. Also mal wieder hier, okay. Dann gucken wir, was machen wir denn jetzt? Was machen wir jetzt? Was können wir jetzt tun? Wir gehen mal. Ah, da oben hätte ich gerne das eigentlich. Was? Zack. Ah, das sind die Sprungschuhe. Aber du kannst sie erst benutzen, wenn du mich gefunden hast. Okay. Die kann man noch nicht benutzen. Können wir nicht benutzen. Stirb du mal. Was machen wir denn als nächstes? Ja, das ist es, komm. Wir gehen zu Bumba Umba und verwandeln uns. Das ist mal die Idee jetzt hier, so. Hoch, 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 so. La, 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 la. So, jetzt gehen wir mal da rein. Was verwandelt die uns nochmal? Erinnerung schwindet. Ah, wir haben aber zumindest mal beide Globos. Ah, Warpplatte. Geil, da können wir uns direkt zu Bumba Umba rein warpen. Sie hinten irgendwo irgendwas. Da hinten denn irgendwas? Ist da hinten irgendwas? Nö. Okay, es sah nur so. What the? Lol, ich kann mich da hoch. Okay. So wusste ich es auch noch nicht so. Du haben Globo? Wollen es umgeben? Ja! Na klar, Süße. Ich werfe es einfach hinein. Wie immer, ne? Und Kazoom. Zauber fertig. Spring in Wumba-Becken. Okay, Arschbombe! Okay, wir sind ein Detonator. Bumba das nennen Detonator. 3D-Steuerung bewegen, um zu bewegen. Dich und B drücken, um zu ausführen. Selbstzerstörungsattacke. Yay, Selbstzerstörungsattacke. Geil! Oder auch nicht. Da würde ich sagen, werden wir jetzt mal ein bisschen in den Part als
selbstzerstörerisches Etwas hier rumlaufen. So, ich glaube, hier kann man das einsetzen dann. Autsch. Nein, nicht ganz. Das Ding hüpft aber auch sowas von idiotisch, ey. Geht's jetzt? Jawohl. Zoom. Sehr nice. Okay, ich glaube, da gab es noch mehr von diesen Sachen, die wir aufmachen können. Deswegen kann ich schwimmen. Lol, das Ding kann schwimmen. Kein Kommentar. Ich bin gerade bloß am Überlegen, war das da hinten? War das denn da hinten, Mann? Irgendwo war es ja noch, wo ich aufbrechen konnte. So, rein da. Das Ding hüpft bei jeder, bei jeder Bewegung, die ich mit dem Joystick mache, hüpft das Ding. Nein, das war das Dynamitdepot. Nein. Da will ich als Detonator nicht unbedingt rein. Das wäre negativ. Wobei, wenn ich die Welt in die Luft sprengen würde, würden die Puzzles einfach wahrscheinlich alle irgendwo rumliegen und ich hätte keine Probleme mehr. Wäre eine Überlegung wert. So, jetzt springen wir hier durch die Gegend. Detonator, springe schnell und bringe mich zum Ziel. Da kamen wir vorhin raus. Das heißt, ich glaube, Eingang 1. Ich glaube, das war hier. Spring mal da rüber, Mann. Ja. Nein. Das ist falsch. Da wollte ich nicht hin. Hä? Oh, da seht ihr es mal wieder. Komplette Koordination verloren hier. Alter Schwede! So, jetzt, da lang? Da ist ja gar nichts. Doch, da drüben geht's rein. Was war da drin? Was war denn hier drin? Mann, was war denn hier? Bin ich jetzt richtig? Aha! Ja, genau. Da kann man was öffnen. Kazoom! Geil. War das das Häuschen, wo wir gerade eben drin waren und nicht weitergekommen sind? Weiß nicht. Ich probiere jetzt mal kurz mal rein. Was war denn das? Ja, ernsthaft. Ha! Okay, da war mal vorhin, wo ich mich gefragt habe, wo bin ich hier? Wie kann ich diese Tür öffnen? Okay, das hat sich jetzt erledigt. Wir haben einen anderen Weg irgendwie gefunden. Ob das regelmäßig war, was ich da angestellt habe, ob man das auf die Weise machen sollte? Weiß nicht, wahrscheinlich sollte man es so machen, dass man hier startet. Egal, da scheiße ich doch drauf. So, springen wir hier weiter, Mann. Und da ist ein Barfeld. So, wo wollte ich jetzt hin? Dann da oben? Wollte ich da oben lang? Wirklich musste ich da oben lang. What the fuck? Giftgasgrotte. Kann ich das irgendwie alles in die Luft sprengen hier oder so? Das geht. Geht. Geil. Okay, dann machen wir das mal kurz. Auch in meine... Oh, Wabenteil! Saugeil! Spring mal! Oh, ich hab nur noch... Oh, ich hab nicht mehr viel Leben. Aber da ist ein Shinjou. Yay! Der zweite von 9 Schwarzen. So, dann, ja, hau mal das Ding noch am Arsch hier. Gab's jetzt irgendwas? Och, nö. Da gab's ja gar nichts. Ah, doch, ein Wabenteilchen. Okay, was sonst? Wow! Scheiße, meine Luft! Scheiße, meine Luft! Ah, da hab ich gar nicht drauf geachtet! Raus hier! Heilige Scheiße! Ich hab nur auf meine Leben geachtet, wenn ich mich hier selbst in die Luft gesprengt habe. Den Rest, die Luft hatte ich gar nicht so im Augenwinkel, deswegen wäre ich jetzt gerade eben fast abgereckt. Oh Scheiße. So, wo will ich denn jetzt? Ah, da ist wieder Humba Wumbas Teil. So, ich denke mal zu Mumbo. Ich glaube, da hinten war das. Ich laufe hier blind durch die Gegend. Egal. So, Mumbo war da hinten, glaube ich, ne? Ja, Mumbo war da hinten. So, lass mich in Ruhe. So. Genau, da hinten war irgendwo auch noch was, wo ich rein konnte. Ja, da unten, yeah. Mine Entry 2, Mineneingang 2. Ja, dann geh doch auch in die Mine. Danke. Dum, dum,
Ah, da ist es. Genau, das wollte ich. So. Mama Boom! Geil! So, jetzt können wir da rein und den Chincho holen, oder was? Gehe ich da jetzt nur wegen dem Chincho rein? Wenn das Ding wenigstens mal richtig da rein. Chincho! 2 von 7. Okay, das heißt, das war's hier drin jetzt schon wieder. Okay. Ich hau ab. Ciao, und werde mich wieder zurückverwandeln gleich. Ich glaube nämlich, als Detonator sind wir. Sind wir als Detonator jetzt durch? Ich glaube ja. Ich erinnere mich zumindest an nichts anderes, als dass ich jetzt mit dem Detonator hier durch bin. Zack. So, ich würde dann gerne. Nein, nicht! So. Jetzt geht er auf die Platte drauf. Was? Ich kann mich nicht. Och Mann, ich kann mich gar nicht porten. Scheiße, da muss ich laufen. Ach, scheiß doch drauf. Wird schon klappen, ich hab's auch drauf. La la la, jetzt da hoch. La 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 la, egal, ich laufe einfach hier jetzt lang. Eieiei. Okay, so, geh mal hoch da drüben raus, genau. Wumbi, wumbi! Ich möchte gerne wieder Bär und Vogel sein, wenn das geht. So, da ist der Eingang. Eieieiei. Okay, springen wir mal wieder hinein. Haben wir denn nicht dann nur ein Leben oder was? Dann wird's ja interessant. Wobei, ich guck gerade auf die Zeit. Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. Wir haben noch 4 Minuten etwa. Da sollte doch klappen, irgendwas noch hier zu landen. Okay, jetzt habe ich nur noch eine Energie oder so. Also muss ich erstmal hier. Zack. Hier unten mal rein. Ah, du gibst mir Leben, oder? Hallo, spring raus. Danke. Oh, ich habe volle Leben. Okay. Ich habe doch volle Leben. Okay. Ich dachte, ich habe keine volle Leben mehr. Okay, kann ich dich jetzt einfach hier aufbrechen? Hier drüben kannst du mich aus diesem fürchterlichen Dilemma befreien. Wer bist denn du überhaupt? Ich bin Kanarienkala. Ich wurde immer vorausgeschickt, um die Gänge auf Gas hin zu überprüfen. Wenn ich gestorben wäre, hätte man gewusst, dass es nicht sicher ist. Nett, ich kann mir schönere Jobs vorstellen. Sie haben mich zurückgelassen. Ich fürchte, ich mache es nicht mehr lang. Keine Bange, Kasui wird den Käfig aufbrechen. Wenn es sein muss, man. Okay, dann mach auf! Juhu, ich bin frei! Es sind Momente wie diese, die ein solches Abenteuer bereichern. Aber sie hat nicht einmal ein Puzzle. Sie hat ja gar nichts, oder was? Ja, okay, dann flieg erstmal davon, Liebelein. Und jetzt hängt das Bild. Okay, wo fliegst denn du hin, meine Liebe? Ba, ba, bam, bam. Wo fliegst du hin? Wo fliegst du denn hin? Ich bin ganz gespannt, echt. Kannst du nicht ein bisschen schneller fliegen, ernsthaft? Das dauert ja ewig. Ah. Da hinten ist er, okay, da werde ich jetzt gleich auch mal hingehen. Oder? Nee, das werden wir doch, da gehe ich auf jeden Fall jetzt mal hin. Da gehe ich jetzt auf jeden Fall mal noch schnell hin und dann werde ich das wahrscheinlich auf den Part beenden. Wir werden dann mit dem geilsten Teil dieses Levels beginnen. Und ich sage das nicht ohne Grund, weil es wirklich das geilste etwas hier, das wirklich coolste in dem ganzen Level hier und Emulator hängt. Ah, da oben hängt noch eine Cheetos-Seite rum. Okay, die bringen wir später auch noch. So, dann würde ich sagen, werde ich hier den Part beenden, meine lieben Freunde. Wenn euch dieser Part gefallen hat, dann einen Daumen hoch. Wenn nicht, einen Daumen runter. Man sieht sich wieder im nächsten Part von Let's Play Banjo-Tooie. Von dem her, bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal. Euer Sebi. Over and out.